Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich noch einmal ein wenig Revue passieren lassen, womit wir uns das ganze Semester über so beschäftigt haben. Die Informatik ist natürlich genauso wenig wie die Entwicklung von Computern vom Himmel gefallen, sondern es gibt eine lange Vorgeschichte. Wir haben uns hier im Rahmen dieser Vorlesung weniger für eine historische Aufarbeitung der Informatik und ihrer Vorgeschichte interessiert, als vielmehr für die Frage, wo wir in der Frühgeschichte schon Konzepte entdecken können, die für die Informatik später dann eine Rolle spielen und die uns helfen, die heutigen Konzepte zu verstehen. Aus einer Ex-Post-Betrachtung, also von heute her, wollten wir versuchen zu erkennen, wo es in früheren Zeiten schon wichtige Aspekte gab, ohne die so etwas wie das, was wir heutzutage mit Computern treiben, gar nicht möglich wäre. Eine der ganz wichtigen Voraussetzungen besteht natürlich darin, dass wir überhaupt Dinge erst einmal externalisieren können. Wir müssen sie erst einmal in einer externen Form ablegen können, zum Beispiel auf einem solchen Stein, in den wir Schriftzeichen einritzen. Solche Schriftzeichen dienten unter anderem dazu, dass man mit ihnen Handel treiben konnte und dass man komplexere Gemeinschaften regieren und verwalten konnte. Es gab also durchaus eine Motivation, solche Externalisierungen zu entwickeln, an die man dann wiederum bestimmte Anforderungen stellen konnte. So mussten sie vielleicht haltbar sein, also über einen längeren Zeitraum gegebenenfalls auch unter widrigen Bedingungen aufbewahrt werden können. Sie mussten vielleicht auch transportabel sein, um sie von einem Ort zum anderen bringen oder sogar zur Kommunikation einsetzen zu können. Man konnte in diesen Externalisierungen etwas ablegen, das jemand anderer dann wiederum zu einem anderen Zeitpunkt oder an einem anderen Ort wahrnehmen konnte. Der andere konnte sich also die eingeritzten Zeichen und damit ein solches Dokument wie diesen Stein angucken. Um damit etwas anfangen zu können und eine Bedeutung zu extrahieren, muss der Betrachter das Dokument interpretieren und kann so versuchen zu verstehen, was der Autor denn da jetzt eigentlich aufgeschrieben hat. Dazu kann man zunächst einmal informelle Zeichen benutzen. Logographische Schriften hatten wir dazu beispielsweise kennengelernt, bei denen die Zeichen für bestimmte Wörter stehen. So kann beispielsweise ein mehr oder weniger stark abstrahiertes Bild eines Pferdes für ein solches Tier stehen. Man kann aber, wie wir das hier auf dem Stein links auf der Folie sehen, eine so starke Abstraktion in Verbindung mit einer gewissen Formalisierung von Zeichen vornehmen, dass das mit dem Zeichen bezeichnete Objekt kaum noch oder gar nicht mehr erkennbar ist. Eine solche Formalisierung und der Verzicht auf möglichst abbildungsgetreue Darstellungen war für die weitere Entwicklung von Schriftsystemen sehr bedeutsam und ist auch für die Informatik sehr zentral. Wir lösen uns auf diese Weise von der Bedeutung des eigentlichen Worts und gehen dazu über, abstrakte Zeichen zu verwenden, die wir gewissermaßen bedeutungsfrei verarbeiten können, die aber hinterher wieder mit einer Bedeutung interpretiert werden können, sodass der Leser eines solchen Dokuments auch mehr oder weniger gut verstehen kann, was der Autor da aufgeschrieben hat. Dass diese Interpretation gelingt und korrekt ist, kann nicht durch das Dokument selber sichergestellt werden. Dazu sind weitere Informationen notwendig, wie beispielsweise ein gemeinsamer kultureller Hintergrund. So mag diese Steintafel von einem hinreichend gebildeten Sumerer gelesen und verstanden werden können, für uns stellt sie jedoch zunächst einmal ein Rätsel dar. Manche dieser alten Schriftsysteme hat man nachträglich mehr oder weniger gut entschlüsseln können, wozu Forschungsarbeiten und umfassende zusätzliche Informationen erforderlichen waren und sind. Manche hingegen, wie die kretische lineare A, sind uns bis heute fast vollständig unverständlich. Die sumerische Keilschrift entstand vor ca. 5000 Jahren. Ein solcher Stein, wie wir ihn hier sehen und der mit Schriftzeichen versehen ist, ist fast schon modern. Diese Art der Schrift wurde in Babylonien um etwa das Jahr 2300 vor Christus verwendet. Etwa um dieselbe Zeit werden auch die Zahlzeichen entwickelt, deren Vorläufer in einfachen Rechensteinen besitzen, später als Kalkuli bezeichnet, aber schon von prähistorischen Menschen verwendet. Wir sehen hier auf der Folie ein Beispiel für ein altes sumerisches Zahlensystem, wo wir schon erkennen, dass es verschiedene Schriftzeichen gibt, die für verschiedene Zahlen stehen. Wir haben hier noch kein Zifferensystem, auf ein solches kommen wir gleich noch einmal zu sprechen, aber wir haben hier schon Zahlen, mit denen man rechnen kann. Auch hier verwendet man offensichtlich ganz abstrakte Zeichen, die keinerlei Bedeutung tragen, mit denen man aber formal rechnen kann, mit denen man beispielsweise addieren oder andere Berechnungen durchführen kann. Mit dem Rechnen haben wir uns dann ausführlicher beschäftigt und uns angeguckt, wie man beispielsweise mit einem Abakus rechnen kann, ohne dass man eigentlich weiß, was Rechnen ist. Man muss nur bestimmte Regeln beachten und gemäß dieser Regeln die Kugeln auf dem Abakus hin und her bewegen. Und man muss natürlich am Anfang einmal etwas Vernünftiges, also die richtige Zahl, einstellen. Das heißt, man muss diese Transformationsleistung von einer Zahl, die man irgendwo notiert hat, zum Beispiel in einem Zahlensystem, das wir eben gesehen haben, oder in einem Zifferensystem oder im römischen Zahlensystem, in ein Kugelarrangement übersetzen. Dann kann man nach den festen Regeln eine Berechnung durchführen und anschließend wieder aus dem Kugelarrangement eine Zahlenrepräsentation ableiten, die man dann wieder beispielsweise notieren oder für weitere Berechnungen verwenden kann. Man kann sie auch, wie alle Externalisierungen, an jemanden anders weitergeben, wobei das mit dem Abakus selber nicht so wirklich gut gelingt, weil die Repräsentation nicht gut fixiert ist.
Dieses Prinzip, das wir zunächst beim Abakus kennengelernt haben, einem Rechenhilfsmittel, natürlich noch kein Computer, kann man auch übertragen auf weitere Zahlensysteme, mit denen wir uns gleich natürlich noch einmal kurz beschäftigen werden, eben beispielsweise das Dezimalsystem, das arabische Zifferensystem, mit dem wir üblicherweise heutzutage rechnen. Auch dort kann man natürlich den Abakus verwenden, aber eine Multiplikation mit diesem Hilfsmittel ist schon so komplex, dass ich sie uns hier in dieser Vorlesung erspart habe. Ein anderes Hilfsmittel, das wir zum Rechnen mit diesem System verwenden können, sind diese Napierschen Rechenstäbchen, die wir unten links auf dieser Folie sehen. Mit ihnen kann man ebenfalls Berechnungen wie beispielsweise eine Multiplikation durchführen und muss dafür nur elementare Operationen wie das Ablesen von Ziffern, die korrekte Notation dieser Ziffern untereinander und dann die Addition mehrerer Ziffern beherrschen. Insgesamt ist das schon sehr wenig, aber man muss immer noch ein bisschen was können. Das kann man dann noch einen Schritt weiter treiben und fast schon automatisieren, indem man übergeht zur Schickertmaschine, die wir hier auf der rechten Seite der Folie sehen. Dort müssen wir nicht einmal mehr die Addition selber durchführen, weil auch das die Maschine für uns übernimmt. Wir müssen nur in der richtigen Reihenfolge an den richtigen Rädern drehen und alles weitere findet dann automatisch statt, weil in der Maschine auf geschickte Weise Zahnräder verbaut sind. Wir müssen dann nur noch das Ergebnis ablesen, rechnen können, müssen wir mit dieser Maschine da rechts nicht. Auch wenn diese Maschine so nie wirklich zum Einsatz gekommen ist und sie nicht in Serie hergestellt wurde, weiß man aber zumindest, dass diese Maschine tatsächlich funktioniert hat. Nach ähnlichen Prinzipien, wenn auch nicht exakt demselben Prinzip, sind dann später Rechenmaschinen auch in Großserie gebaut worden, die sehr gut funktioniert haben und die man bis Mitte des letzten Jahrhunderts hinein auch noch verwendet hat. Auch hier gab es einen starken Bedarf, der zur Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Maschinen geführt hat, nämlich dass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein immer größerer Bedarf an Berechnungen entstand. Welche gesellschaftlichen Entwicklungen dazu geführt haben, haben wir hier nur ganz am Rande gestreift. In dieser Zeit, also etwa vor 150 Jahren, kommen dann weitere Entwicklungen auf, die eher in die Richtung der Maschinisierung gehen. Maschinisierung in dem Sinn, dass jetzt auch noch die Energie von außen hinzugefügt wird. Bei der Schickertmaschine mussten wir noch selber mechanische Energie investieren, indem wir an den Rädchen drehen. Bei der Difference Engine, so wie Charles Babbage sie entworfen hat, wäre das nicht mehr nötig gewesen, wenn sie denn je ans Laufen gekommen wäre. Sie hätte mit Dampf betrieben werden sollen, wie viele andere Maschinen zu jener Zeit. Auch an dieser Maschine müsste man natürlich noch Werte einstellen und hinterher die Werte ablesen, was man dort berechnet hat. Aber die eigentliche Rechnung hätte denn, wenn die Maschine wie gesagt funktioniert hätte, automatisch stattfinden sollen. Da wäre also Energie von außen per Dampfmaschine hinzugefügt worden und dann hätte diese Maschine den Rechenprozess mehr oder weniger ohne weiteres Zutun durch einen Menschen durchführen können. Dafür musste dieser Rechenprozess natürlich komplett durchformalisiert worden sein. Und so hätte sich diese Maschine auch nur für eine Art von Berechnung geeignet, weil diese gewissermaßen in Hardware gegossen gewesen wäre. Zahnräder und Walzen in bestimmten Anordnungen, die so eine bestimmte Berechnung durchführen konnten. Diese Maschine wäre noch nicht programmierbar gewesen. Das ist dann noch ein weiterer Schritt, den Babbage mit der Analytical Engine ins Auge gefasst hatte. Aber auch dazu ist es nicht gekommen, auch diese Maschine ist nie fertig geworden. Wir haben außerdem im ausgehenden 19. Jahrhundert dann einen starken Bedarf nicht nur am Rechnen, sondern auch an der Erfassung von Daten, an der Verwaltung. Dazu gehören zum einen Geschäftsprozesse, aber ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung war der gesellschaftliche Bedarf an Planungsdaten für politische Prozesse, für die man regelmäßig Volkszählungen durchführte. Um der gewaltigen Datenmenge Herr zu werden, wurde unter anderem die Hollerith-Maschine erfunden, die in der Lage ist, automatisierte Zählungen, beispielsweise von Daten, die auf Lochkarten vorliegen, durchzuführen. Auch da musste externe Energie, in dem Fall tatsächlich schon Strom, von außen hinzugefügt werden. Wir haben hier also sozusagen eine weitere Stufe erklommen, was die Energieversorgung angeht. Allerdings haben wir es hier nicht mit einer Rechenmaschine zu tun, sondern gewissermaßen mit einer Zählmaschine, einer Datenverarbeitungsanlage. Und Rechnen und Datenverarbeitung sind natürlich zwei wichtige Anwendungen, die wir dann später auch mit Computern durchführen, seitdem diese zur Verfügung stehen. Warum aber sind es noch keine Computer gewesen? Nun, den Maschinen bis zu diesem Zeitpunkt fehlen zwei wichtige Eigenschaften. Das eine ist, dass sie programmierbar sein müssen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, ihnen verschiedene Aufgaben zu übergeben, sodass dann, je nachdem welche Aufgabe sie von uns erhalten, unterschiedliche Programme ablaufen, also unterschiedliche Berechnungen durchgeführt werden. Dabei müssen wir den Begriff der Berechnung sehr weit fassen, denn heutzutage rechnen wir nicht nur mit Maschinen im engeren Sinn, sondern nutzen auch eine Textverarbeitung, führen Internetrecherchen durch, schreiben Texte mit ihnen. Und da muss man mal überlegen, was das eigentlich noch mit Rechnen zu tun hat. Im engeren Sinne natürlich nichts. Aber wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, dass wir es letztlich eben schon im Grunde genommen immer mit Zahlen zu tun haben. Der zweite Aspekt, der noch wichtig ist, besteht darin, dass das Programm selbsttätig abläuft. Auch da gibt es unterschiedliche Grade dessen, wie selbsttätig das Ganze stattfindet. Es gibt den sogenannten Batch-Betrieb, bei dem man am Anfang eine Eingabe in die Maschine hineinsteckt und am Ende eine Ausgabe herausbekommt. Dazwischen gibt es keinerlei menschliche Interaktion. Das war im Wesentlichen das, was wir mit der Registermaschine und anfangs auch mit JavaScript gemacht haben.
Und dann gibt es natürlich interaktive Systeme und dazwischen ein ganzes Spektrum von Systemen mit einem unterschiedlich hohen Grad an Interaktion. Vereinfacht gesagt funktionieren die interaktiven Systeme so, dass wir mit ihnen permanent in irgendeiner Weise interagieren. Deshalb heißen die auch so. Wir gehen also immer wieder her und nehmen kleinere Eingaben vor, wie wir das zum Beispiel machen, wenn wir einen Mauszeiger über den Bildschirm bewegen. Das sind lauter kleine Eingaben, die wir in dem System vornehmen, die erst dazu führen, dass der Mauszeiger auf dem Bildschirm in eine bestimmte Position bewegt wird. Das ist natürlich etwas ganz anderes als ein Batchbetrieb. Aber auch hier haben wir immer wieder kleine Programmchen sozusagen, die dazwischendurch laufen. In dem Fall ist das nur das kleine Programm, das dafür sorgt, dass das Bild, das den Mauszeiger repräsentiert, auf dem Bildschirm hin und her geschoben wird oder dass eine Eingabe, die wir an einer Stelle vornehmen, zum Beispiel ein Mausklick, den wir an einer Stelle ausführen, eine ganz bestimmte Operation im Computer auslöst, wie wir das bei den Event-Händlern in JavaScript gesehen haben. Auch bei interaktiven Systemen haben wir also immer zwischendurch Komponenten, die dann selbsttätig laufen. Wer sich für die Geschichte der Informatik aus der Perspektive der Benutzungsschnittstellen interessiert, wie sich diese beispielsweise vom Batchbetrieb zu modernen User Interfaces entwickelt haben, dem sei das Buch Interface Evolution, die Geschichte des Computers als Geschichte seiner Nutzungsschnittstelle von meinem Kollegen Felix Winkenkemper empfohlen, das es für schmales Geld zu kaufen gibt. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir mit Computern überhaupt Daten verarbeiten können, besteht darin, dass diese Daten in digitaler Form vorliegen. Das bedeutet für uns in der Regel, sie liegen im Grunde genommen als Zahlen vor. Wenn man jetzt sehr penibel ist, muss man natürlich zugeben, dass auch im Computer keine Zahlen verarbeitet werden, sondern Stromimpulse oder Spannungen, die an irgendwelchen Stellen anliegen und dann bestimmte Operationen auslösen. Auf einer Festplatte beispielsweise können Magnetisierungen vorliegen. Auf einer CD oder einer DVD, einem optischen Datenträger, liegen bestimmte optische Eigenschaften vor, die jeweils bestimmte Zeichen kodieren. Das ist eine Ebene, mit der wir uns im Rahmen dieser Vorlesung nicht beschäftigt haben. Wir sind gewissermaßen eine Ebene höher gestartet und haben uns gefragt, wie wir alles, was wir im Computer verarbeiten wollen, in Zahlen abbilden können. Das Grundprinzip bei Computern besteht dann darin, dass in der Regel alles erst einmal in das Binärsystem übersetzt wird. Das muss man nicht machen. Es gibt auch Computer, die anders funktionieren, aber die allermeisten Computer arbeiten auf Basis des Binärsystems. Das bedeutet, sie kennen im Grunde genommen nur zwei Zustände für jedes einzelne Zeichen und alle weiteren Zeichen müssen aus diesen elementaren Zeichen zusammengesetzt werden. Haben wir eine größere Zahl, wie zum Beispiel die 13, müssen wir sie gewissermaßen erst einmal in ihre Einzelteile zerlegen. Und wie macht man das? Indem man sie in ihre Binärkodierung überführt. Und genau das haben wir kennengelernt. Zunächst haben wir uns das Dezimalsystem angesehen, wo wir hier oben auf der Folie noch einmal sehen, dass die verwendeten Zeichen willkürlich sind. Daher habe ich hier in dieser Tabelle einmal andere Zahlzeichen eingefügt als die arabischen Ziffern, wie wir sie heutzutage verwenden. In der unteren Ziffernreihe sehen wir, dass auch das eindeutig erkennbare Ziffern sind. Man kann sie gut auseinanderhalten und das reicht aus. Welche Form die Ziffern haben, ist eigentlich völlig egal. Wir können mit beiden Systemen gleich gut rechnen. Als nächstes hatten wir uns dann die Binärkodierung angesehen. Wie können wir eine Zahl von ihrer uns gewohnten Dezimaldarstellung in eine Binärkodierung umwandeln? Hier haben wir auf der Folie genau die umgekehrte Richtung, wie wir nämlich aus einer Binärkodierung wieder die Dezimalzahl ablesen können. Diese Binärkodierung, so hatten wir relativ schnell gemerkt, wird sehr unübersichtlich, wenn die Zahlen groß werden. Das ist häufig handlicher, wenn man stattdessen die Hexadezimalkodierung verwendet. Die Transformation von Hexadezimal in Binär und umgekehrt ist dabei sehr einfach, weil wir sie immer mit 4 Ziffern vornehmen können. 4 Binärziffern ergeben eine Hexadezimalziffer. Diese sehr einfache Umwandlung haben wir dann auch mehrfach eingeübt und können wir nun also auch mit den Hexadezimalziffern ganz gut arbeiten. Im Computer selber würden wir halt eher sagen, dass es im Grunde genommen Binärzahlen sind, mit denen diese arbeitet, auch wenn dort letztlich, wie gesagt, keine Zahlen sind, sondern eben beispielsweise Stromimpulse bzw. Spannungen anlegen. Das ist die technische Ebene, mit der wir uns aber, wie gesagt, hier nicht beschäftigt haben. Wenn wir jetzt aber wissen, wie wir Zahlen im Computer darstellen können, stellt sich als nächstes die Frage, was wir denn sonst noch mit dem Computer machen können. Nun, wir verarbeiten zum Beispiel Texte. Und Texte kann man letztlich auch als Zahlen darstellen, indem wir Buchstabe für Buchstabe kodieren und jedem Buchstaben eine Zahl zuordnen. Ein Text ist dann nichts anderes als eine Zahlenfolge und so kann man dann auch einzelne Buchstaben oder auch einen langen Text abspeichern. Ich hatte nur kurz angedeutet, dass wir auch mit Bildern, Tönen oder Filmen ähnlich vorgehen können. Auch die können wir kodieren, aber diese Verfahren hatten wir uns nicht angeguckt, weil das durchaus ein bisschen komplizierter ist. Auch da macht man sich meistens mehr Gedanken dazu, weil Bilder beispielsweise, die man auf diese Weise kodiert, sehr schnell sehr groß würden und Filme erst recht. Da stellt sich dann die Frage, wie man das effizienter hinbekommt mit weniger Speicherplatz, indem man Komprimierungsverfahren verwendet. Da sind wir dann wieder in dem Bereich, den wir ganz am Ende der letzten Vorlesung angesprochen haben, dass man nämlich geeignete Algorithmen und Datenstrukturen entwickelt bzw. nach ihnen Ausschau hält. Dabei kann man Bilder sowohl mit Verlust als auch ohne Verlust komprimieren und verschiedene Verfahren und Dateiformate haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, sodass es nicht das eine beste Verfahren für alle Zwecke gibt.
Ziel ist es immer, dass die Bilder in diesem Fall eine hinreichend gute Qualität erhalten und trotzdem nicht zu viel Speicherplatz wegnehmen, weil wir sie zum Beispiel irgendwohin versenden wollen oder weil wir schlicht und ergreifend unsere Festplatte nicht zu voll haben wollen. So gilt das natürlich auch für Musikstücke, für Töne und für Filme. Apropos Versenden, auch das hatten wir uns angeguckt. Wir wollen Zeichen nicht nur im Computer ablegen, sondern wir wollen sie eben auch übertragen können. Auch da hatten wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte gemacht und geguckt, wo denn die Ideen zur Datenübertragung eigentlich herkommen. Frühe Datenübertragungen konnten mit dem Morse-Apparat durchgeführt werden, für den dann auch das Morse-Alphabet entwickelt wurde. Mit diesem Apparat können wir durch eingetastete elektrische Impulse im Grunde genommen wieder Nullen und Einsen übertragen. Im Morse-Alphabet funktioniert das nicht so mit Nullen und Einsen, aber letztlich nach einem ähnlichen Prinzip. Dort haben wir drei Zeichen. Kurzes Zeichen, langes Zeichen und das Nichts. Auch das Nichts ist in dem Sinne bei dieser Kodierung ein Zeichen. Aus diesen drei Zeichen setzen sich unsere Buchstaben und Ziffern zusammen, die wir dann versenden können. Wenn wir nicht nur von einem Punkt zu einem anderen Punkt kommunizieren wollen, sondern mit vielen anderen Leuten kommunizieren, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir denn diese anderen Leute erreichen können. Zu jedem ein eigenes Kabel zu ziehen, wird sehr schnell sehr aufwendig. Also ist die clevere Idee, dass man so etwas wie Vermittlungen einführt. Hier links auf der Folie sehen wir eine solche Vermittlung, eine sogenannte Leitungsvermittlung, wie sie in der Telefonie bis Ende des letzten Jahrhunderts durchaus noch üblich gewesen ist. Dort können wir anrufen, jemand nimmt das Gespräch entgegen, später wurde das auch automatisiert gemacht, indem man beispielsweise Relais verwendet hat. Anfangs aber machte man das noch manuell. Jemand ruft an, sagt, mit wem er gerne verbunden werden möchte, dann steckt der Mensch an der Vermittlung entsprechend die Kabel so zusammen, dass eine Verbindung von zum Beispiel dem Anrufer auf der Nummer 21 mit dem Anschluss auf der Nummer 23 zustande kommt. Dann können die beiden miteinander kommunizieren und haben eine Leitung für sich. Dieses Verfahren funktioniert ganz gut und hat auch gewisse Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile, die wir uns angeguckt haben. Deshalb verwendet man dieses Verfahren üblicherweise im Internet nicht. Was wir bei der Computerkommunikation vielmehr seit einiger Zeit, also seit etwas mehr als 50 Jahren, verwenden, ist die sogenannte Paketvermittlung. Diese ist mit dem Bild rechts illustriert. Wir hatten uns dann genauer angeguckt, wie das eigentlich funktioniert und was wir alles an Informationen benötigen, wenn wir unsere Nachrichten versenden wollen. Dafür müssen sie in digitaler Form vorliegen, also in Form von Zahlen, was für die Leitungsvermittlung nicht unbedingt notwendig ist. Unsere digitalen Zeichen können wir bei der Paketvermittlung nun in einzelnen Paketen übertragen, müssen denen aber gewisse Informationen mit auf den Weg geben, weil sie nämlich auf unterschiedlichen Wegen transportiert werden können, in unterschiedlicher Reihenfolge am Ziel ankommen können, insbesondere in einer anderen Reihenfolge, als sie abgeschickt worden sind. Es kann auch sein, dass Pakete verloren gehen. Für alle diese Dinge muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass unsere Kommunikation über das Internet vernünftig und zuverlässig funktioniert. Wie gesagt, fliegen hier in der Abbildung rechts auf der Folie lauter Datenpakete auf unterschiedlichsten Wegen von den Absendern links zu den Empfängern auf der rechten Seite. Im Netz haben wir dann mehrere Ebenen unterschieden. Auf unterster Ebene haben wir den Netzzugang. Dort wird festgelegt, wie das technisch funktioniert. Also ob zum Beispiel Glasfaserkabel oder Kupferkabel verwendet werden, ob optische Signale oder Stromimpulse über diese Kabel versendet werden. Das haben wir uns alles nicht angeschaut, wie wir uns vorher auch nicht angesehen haben, wie Daten physikalisch im Computer gespeichert werden. All das ist wichtig, würde aber für diese Vorlesung zu weit führen. Wer da mehr Interesse hat, sollte sich einmal ein gutes Buch zur technischen Informatik zulegen oder eine entsprechende Vorlesung besuchen. Die unterste Ebene, mit der wir uns beschäftigt haben, ist die Vermittlungsschicht. Dort wird sichergestellt, dass ein Paket, das von einem Absender abgeschickt wird, beim richtigen Empfänger ankommt, zwischendurch über die verschiedenen Vermittlungsstellen richtig geleitet wird und dann eben am Ende am richtigen Ort ankommt. Das heißt aber noch nicht, dass die Pakete hinterher auch wieder korrekt zusammengesetzt werden können oder auch, dass alle versendeten Pakete angekommen sind. Dafür sorgt die Transportschicht, die nächste Ebene darüber. Damit das Ganze auf diesen beiden Ebenen funktioniert, müssen die Pakete Zusatzinformationen tragen. In der Transportschicht wird zum Beispiel die Information benötigt, von welchem Absender ein Paket kommt, sodass der Empfänger weiß, dass er drei Datenpakete von demselben Absender erhält. Er benötigt außerdem noch die Information, in welcher Reihenfolge diese Datenpakete wieder zusammenzusetzen sind, weil, wie gesagt, die Ankunftsreihenfolge nicht dieselbe sein muss wie die Reihenfolge beim Verschicken. Oberhalb der Transportschicht befindet sich schließlich die Anwendungsschicht. Auf dieser Ebene hatten wir uns insbesondere das World Wide Web angeguckt. Dieses verwendet das sogenannte HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, das also ein Beispiel für ein solches Protokoll auf Anwendungsebene ist. Ich hatte auch kurz andere angesprochen, wie zum Beispiel die verschiedenen E-Mail-Protokolle, die zum Versand und zum Abruf von E-Mails verwendet werden. Ein solches Schichtenmodell verwendet man, weil man sich dann auf den oberen Ebenen nicht mehr um die unteren Ebenen kümmern muss. Wir haben es hier also mit einem Abstraktionsprinzip zu tun. Wir können auf den oberen Ebenen Dinge umsetzen, wenn wir lediglich wissen, welche Funktionen uns die Ebene darunter zur Verfügung stellt, welche Schnittstellen sie also für uns bereitstellt.
Das ist ein ähnliches Prinzip, wie wir das später bei der Objektorientierung und bei den abstrakten Datentypen noch einmal wieder gesehen haben. Wir müssen nicht mehr alle Details von unten wissen. Uns interessiert, wenn wir auf der Anwendungsebene unterwegs sind, nicht mehr, wie die Transportebene im Detail funktioniert, sondern uns interessiert nur, welche Schnittstelle sie uns zur Verfügung stellt, welche Funktionen wir von ihr benutzen können. Ebenso gilt das auch weiter unten auf der Vermittlungsebene, wo es beispielsweise keine Rolle spielt, welche Art von Kabel wir verwenden und ob die Impulse elektrisch oder optisch fließen oder ob es sogar sozusagen ein drahtloses Kabel ist, also eine drahtlose Verbindung, ein WLAN. Darum kümmert sich die Netzzugangsschicht und wir können die oberen Ebenen dennoch thematisieren und verstehen, ohne alle Details der unteren Schichten zu kennen. Und vor allem funktionieren unsere Realisierungen der oberen Schichten auch auf unterschiedlichsten Netzen, dass sich der Netzzugang aus Sicht der oberen Schichten immer gleich verhält, unabhängig von der tatsächlichen Umsetzung dieser Schicht. So kann der Paketversand dann gleichermaßen über Kupferkabel wie über ein WLAN funktionieren. Die Anwendungsebene ist also die oberste dieser Schichten und das ist die, mit der wir uns dann in erster Linie im Weiteren beschäftigt haben. Auch da sind wir nicht fürchterlich tief eingestiegen. Wir haben das Grundprinzip kennengelernt, wie die Kommunikation zwischen einem Webbrowser und einem Webserver funktioniert. Auf unserem Computer läuft der Webbrowser, der Chrome oder was auch immer, und darin wird irgendeine Webseite angezeigt. Klicken wir nun auf einen Link, dann wird eine solche HTTP-Anfrage über das Netz versandt. Wir haben später gesehen, dass in diesen Adressen, die wir in der Adresszeile des Browsers sehen, HTTP oder HTTPS stand, manchmal auch etwas anderes. Im Rahmen dieser Vorlesung haben wir nur lokal auf unserem eigenen Computer gearbeitet. Dort stand dann immer File am Anfang der Adresse für einen lokalen Dateizugriff. In echt würde dort aber eines der Netzwerkprotokolle verwendet werden, eben beispielsweise HTTP. Die Anfrage wird dann an einen Server versendet und dort verarbeitet. Was da alles möglich ist, lernt ihr im nächsten Semester kennen. Der Server sendet uns dann über das Netz irgendetwas zurück, nämlich normalerweise eine Webseite, die in HTML kodiert ist, sowie weitere Informationen, die wir zur Anzeige der Seite benötigen. Über diese zusätzlichen Informationen, die als separate Dateien an uns gesendet werden, kann beispielsweise festgelegt werden, wie das Ganze aussehen soll. Dafür haben wir die Cascading Style Sheets kennengelernt. Es können aber auch Bilder oder JavaScript-Code sein, der dort mit eingebettet ist bzw. aus externen Dateien eingebunden wird. Hier sehen wir rechts noch einmal an einer Beispieldatei, wie das aussehen konnte. Wir haben kennengelernt, wie HTML aufgebaut ist. Wir haben uns das in allen Details angeguckt und Tags sowie Attribute kennengelernt. Wir haben erfahren, dass man zu Attributen immer Namen und Werte benötigt und wie wir diese aufschreiben müssen, immer mit einem Gleichheitszeichen zwischen dem Attributnamen und dem Attributwert, wobei der Attributwert in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen wird. Wir haben öffnende und schließende Tags kennengelernt. Alles das sollte zu diesem Zeitpunkt für uns kein Geheimnis mehr sein. Wir hatten mit HTML immer nur die Struktur des Dokuments beschrieben und niemals, wie das Dokument aussieht. Um das Aussehen eines Dokuments zu beschreiben, haben wir Cascading Style Sheets verwendet. Zunächst einmal sah unsere Webseite, wenn wir sie vom Server zugesandt bekommen haben, so aus, wie wir das hier links auf der Folie sehen. Sie verwendet ein Standard-Layout, das die Entwickler des Browsers für die Anzeige von Webseiten vorgesehen haben. Das muss nicht unbedingt schön sein. Wenn wir davon abweichen wollen und der Seite ein bestimmtes Aussehen mitgeben wollen, müssen wir dazu ein solches Cascading Style Sheet verwenden. Mit diesem können wir zum Beispiel Schriftarten festlegen, Linien festlegen, Hintergründe, Ausrichtungen und alles mögliche andere. Diese Cascading Style Sheets sind nicht nur optischer Zucker, den wir hier unseren Webseiten hinzufügen, sondern es gibt auch viele Komponenten in den HTML-Dateien, die ansonsten überhaupt nicht vernünftig erkennbar wären. Wir hatten zum Beispiel die Artikel und die Sections kennengelernt oder auch einen Footer. Optisch werden diese Elemente vom Browser zunächst einmal gar nicht kenntlich gemacht, aber wir können selber dafür sorgen und sie mit Cascading Style Sheets entsprechend gestalten und dann beispielsweise die Information, die im Footer steht, in einer kleineren Schrift setzen, sie unterhalb einer Linie anzeigen oder was auch immer wir gerne damit machen wollen. Mit Cascading Style Sheets sind wir sogar in der Lage, Teile der Seite auszublenden oder einzublenden und können das sogar interaktiv auf einer Webseite machen, weil wir auf die Cascading Style Sheets von JavaScript aus, also von einem Programm aus, zugreifen und sie so modifizieren können. Wir sind dann einen Schritt zurückgetreten und haben uns angeschaut, was es bei aller Unterschiedlichkeit von HTML und CSS, die ja zu vollkommen unterschiedlichen Zwecken entworfen worden sind, für Gemeinsamkeiten gibt. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass es sich bei beiden um formale Sprachen handelt. Immer wenn wir HTML- oder CSS-Dateien erzeugt haben, haben wir gesehen, wie sehr es auf die Details ankommt, wie penibel man sein muss, dass man da nichts falsch macht. Validatoren helfen uns dabei zu überprüfen, dass wir nichts falsch machen, aber man muss sehr genau hingucken, dass man alles richtig macht. Und was heißt es, etwas richtig zu machen? Genau das wird formal durch eine Grammatik beschrieben. Diese Grammatiken sind Regelsysteme, die aus verschiedenen Komponenten bestehen. Terminalen Zeichen, nicht-terminalen Zeichen, Grammatikregeln, einem Startsymbol. Diese Grammatiken erzeugen eine Sprache, so sagt man. Eine formale Sprache wird also von einer Grammatik erzeugt. Das heißt, es gibt Ausdrücke, die zu der Sprache gehören und somit korrekte Ausdrücke in dieser Sprache sind.
Ob ein Ausdruck zu der von der Grammatik erzeugten Sprache gehört, also korrekt ist oder nicht, können wir mit Hilfe der Grammatik feststellen. Dafür haben wir Grammatiken entworfen. Hier rechts sehen wir noch einmal eine einfache Grammatik für Kalenderdaten. Wir haben uns aber solche Grammatiken auch für HTML und CSS angeguckt, mit deren Hilfe wir dann sagen können, das ist korrektes HTML, das ist korrektes CSS. Und alles, was mit Hilfe der Regeln der Grammatik nicht erzeugt werden kann, ist nicht korrektes HTML bzw. CSS. Mit einer solchen Grammatik wären wir dann auch in der Lage, selber einen Validator zu schreiben. Aber das müssen wir zum Glück nicht tun und das haben wir auch deshalb nicht getan. Aber wir könnten das, wenn wir wollten. Und wenn wir einen Validator im Netz benutzen, dann macht er eigentlich auch nichts anderes, als genau das, nämlich eine solche Grammatik anzuwenden und zu überprüfen, ob das alles korrekt ist, was wir da geschrieben haben. Wir haben kennengelernt, wie man solche Grammatiken verwendet, also wie man überprüft, ob ein Ausdruck Teil einer Sprache ist, die von der Grammatik erzeugt wird, oder ob das nicht der Fall ist. Wir haben auch kennengelernt, wie wir argumentieren müssen, wenn wir glauben, dass das nicht der Fall ist. Und wir haben gesehen, wie wir eigene Grammatiken entwerfen können. Diese Grammatiken haben sehr viele Anwendungsbereiche, die ihr zum Teil auch noch im nächsten Semester kennenlernen werdet, wenn es dann weitergeht. Da gibt es beispielsweise sogenannte reguläre Ausdrücke, die man auch in JavaScript oder auch in PHP, einer Sprache, die ihr dann noch kennenlernen werdet, verwenden kann. Mit Grammatiken können wir also beispielsweise HTML und CSS, aber auch so etwas wie JavaScript beschreiben. Aber in Grammatiken kann man immer nur statische Strukturen beschreiben. Die Programmiersprache JavaScript als Text betrachtet ist natürlich statisch. Aber JavaScript wird natürlich ausgeführt und besitzt somit auch eine dynamische Komponente. Die Ausführung des Programms kann eben nicht in einer Grammatik beschrieben werden, lediglich die formale Struktur des Programmtexts lässt sich so beschreiben. Was wir aber mit JavaScript machen, und das war unser nächster Schritt, den wir gegangen sind, beziehungsweise eigentlich unser übernächster Schritt, ist nämlich, dass wir jetzt auch Verfahren beschreiben. Wir beschreiben also nicht nur eine statische Struktur, wie beispielsweise ein Dokument aussieht, sondern wir wollen ein Verfahren beschreiben, zum Beispiel wie wir zwei Zahlen zueinander addieren oder wie wir eine Zahl vom Binär in das Hexadezimalsystem konvertieren. Letztes haben wir hier nicht programmiert, hätten wir aber durchaus programmieren können. Oder wir wollen ein Verfahren beschreiben, wie wir in einer Folge von Zahlen die größte Zahl herausfinden oder wie wir eine Folge von Zahlen sortieren. Das sind alles Verfahren, wo Abläufe, wo Prozesse beschrieben werden. Und das ist genau das, was ein Algorithmus erledigt. Für einen solchen Algorithmus gelten bestimmte Kriterien. Unter anderem muss gelten, dass dieser Algorithmus vollständig von einer Maschine ausgeführt werden kann. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wenn also unsere Beschreibung nicht formal genug ist, um sie an eine Maschine delegieren zu können, dann handelt es sich nicht um einen Algorithmus. Deshalb sind Kochrezepte erst einmal keine Algorithmen, denn da muss man noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, um tatsächlich einen Algorithmus daraus zu machen. Unsere Maschinen beherrschen immer nur elementare Befehle, einen bestimmten elementaren Befehlssatz, auf den wir letztlich alle Anweisungen zurückführen müssen. Unsere Befehle müssen präzise, eindeutig und determiniert sein. Deshalb brauchen wir auch hier wieder Formalismen, damit klar ist, was mit einem bestimmten Befehl gemeint ist. Es darf also keiner Interpretation seitens des Computers bedürfen. Was das Addieren von zwei Zahlen bedeuten soll, muss exakt festgelegt sein. Dass das so klar nicht immer ist, haben wir auch gemerkt. Wir haben nämlich zum Beispiel auch Zeichenketten addieren können. Dass so etwas möglich ist und was dann passieren soll, muss in der Programmiersprache festgelegt sein und daher muss man wissen, was das bedeuten soll, wenn man ein Programm schreibt, in dem der entsprechende Befehl vorkommt. Wir haben gelernt, dass das in JavaScript bedeutet, dass die zwei Zeichenketten hintereinander gehängt werden. Das ist einfach nicht selbstverständlich, denn das Addieren von Zahlen ist etwas ganz anderes. Da hängt man ja keine Zahlen hintereinander, sondern führt eine Addition im mathematischen Sinne durch. Die Additionsanweisung wäre dementsprechend also eine dieser elementaren Operationen, die wir in JavaScript haben, sprich die in der Sprachdefinition von JavaScript festgelegt ist oder natürlich einer anderen Programmiersprache. Bevor wir uns aber mit JavaScript beschäftigt haben, sind wir erst einmal auf einer viel elementareren Ebene eingestiegen und haben uns eine ganz einfache Maschine, die fast schon einfachstmögliche Maschine angeguckt, mit der man einen Computer simulieren kann, nämlich die sogenannte Registermaschine. Diese ist ein idealisierter Computer, den es nicht wirklich gibt, aber man kann sie simulieren, was wir auch getan haben und einen solchen Simulator im Rahmen unserer Vorlesung benutzt. Mit dieser Maschine können wir im Grunde genommen beliebige Berechnungen durchführen, die irgendein Computer ausführen kann. Sie ist also trotz aller Einfachheit ein perfekter Computer, allerdings einer, der gar nicht so einfach zu programmieren ist. Wir haben bei dieser Maschine immer eine Eingabe vorliegen und können dann eine Ausgabe produzieren. Wir haben eine endliche Kontrolleinheit, die sozusagen die ganze Steuerung der Maschine übernimmt. Wir haben ein Programm und wir haben Register. In den Registern können Werte gespeichert werden und das Programm legt fest, was denn als nächstes gemacht werden soll. Wir haben gesehen, dass wir mit ganz wenigen Befehlen, ganze 12 Befehle waren es, auskommen, um beliebige Programme schreiben zu können. Wir haben hier natürlich nur vergleichsweise einfache Programme geschrieben, aber man könnte damit auch sehr viel komplexere Programme schreiben, als wir das getan haben. Das wollen wir nur an dieser Stelle nicht machen, weil wir nicht die Experten in sogenannter maschinensprachlicher Programmierung werden wollen, aber das wäre durchaus möglich gewesen.
Wir haben auch schon sehr schnell festgestellt, wie unübersichtlich und komplex diese Programme letztlich werden, selbst bei vergleichsweise einfachen Problemen. Wir hatten als ein Beispiel gesehen, wie wir aus einer Folge von Zahlen, die auf dem Eingabeband steht, den größten Wert berechnen und dieses Maximum dann anschließend auf das Ausgabeband schreiben. Aber stellen wir uns nur einmal vor, wir hätten beispielsweise alle Zahlen, die auf dem Eingabeband stehen, erst einmal einlesen, dann sortieren und in sortierter Reihenfolge wieder ausgeben wollen. Das wäre schon noch einmal ein ganzes Stück komplexer gewesen. Ihr könnt einmal versuchen, ein solches Programm zu schreiben, aber da werdet ihr merken, dass das so ganz einfach nicht ist. Es geht, es ist im Prinzip machbar, aber man muss schon einiges an Gehirnschmalz reinstecken, um dieses Programm wirklich vernünftig und zuverlässig ans Laufen zu bekommen. Deshalb haben wir dann schon relativ schnell den Übergang gemacht und uns von der Programmierung auf dieser ganz elementaren Ebene verabschiedet. Wir haben uns lieber eine höhere Programmiersprache angeschaut und gesehen, wie wir die Befehle aus der höheren Programmiersprache in die Registermaschinenbefehle übersetzen können. Wir haben gesehen, dass das durchaus schon irgendwie ähnlich ist, aber die höhere Programmiersprache bietet uns eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten. Das fängt schon damit an, dass wir nun Anweisungen haben, die viel sprechender sind, also die man viel besser lesen kann, nämlich fast schon wie natürliche Sprache. Nicht ganz, aber fast. Trotzdem müssen auch diese Befehle immer noch strikt formal gefasst sein. Auch in einer höheren Programmiersprache können wir nicht beliebig irgendwelche Befehle hinschreiben, sondern auch hier haben wir es mit durchformalisierten Befehlen zu tun. Und auch da haben wir gesehen, dass wir beim Schreiben unserer Programme beliebig viele Fehler an unterschiedlichsten Stellen machen können, sodass das Programm gar nicht mehr das tut, was es tun sollte. Auch da kommt es wieder auf Kleinigkeiten an. Ein vergessener Buchstabe oder ein Semikolon an falscher Stelle und schon läuft unser ganzes Programm nicht mehr. Wir haben zum einen elementare Anweisungen gesehen und wie wir Anweisungen zu Blöcke zusammenfassen können. Wir haben Ablaufstrukturen kennengelernt, wie beispielsweise Abfragen, also Bedingungen. Wir haben Schleifen kennengelernt, die While-Schleife und die For-Schleife, mit denen wir Anweisungen wiederholt ausführen können. Alles das sind Strukturen, die vergleichsweise einfach zu lesen sind, im Gegensatz zu dem, wie wir das bei der Registermaschine gesehen haben. In einem Programm für diese Maschine eine Schleife zu entdecken oder eine Bedienung vernünftig erkennen zu können, ist schon gar nicht so einfach, wenn man ein Stück Programmcode vor sich hat. Deshalb waren auch die Kommentare so wichtig, weil man diese Programme sonst nur sehr schwer versteht. In den höheren Programmiersprachen ist das ein Stück einfacher. Auch die bedürfen der Kommentare, weil auch die nicht selbsterklärend sind. Insbesondere für jemand anderen als denjenigen, der das Programm selber geschrieben hat, ist das auch häufig schwer verständlich. Für die Verständlichkeit hilft das außerdem, wenn wir uns an gewisse Konventionen halten, wie zum Beispiel Blöcke einzurücken, Leerzeilen einzufügen und dann, wie gesagt, Kommentare hinzuzufügen. Dann produzieren wir Programmcode, der einigermaßen gut lesbar ist. Auch nicht immer einfach, aber zumindest einigermaßen gut lesbar. Ein Hilfsmittel, das wir in JavaScript noch zur Verfügung haben, sind die Funktionen. Die kann man im Grunde genommen auch mit der Registermaschine abbilden, aber das haben wir uns dort nicht angeguckt, weil es tatsächlich noch einmal eine ganze Menge Arbeit wäre und ein Konzept erfordert, das wir nur in einem ganz anderen Zusammenhang zu ganz anderen Zwecken verwendet haben, nämlich den Keller. Die Funktionen dienen dazu, dass wir unser Programm in einzelne Teilaufgaben zergliedern und dann gewissermaßen diese Teilaufgaben an unterschiedliche Experten delegieren können. Der Experte weiß, wie man diese Teilaufgabe erledigt. Dafür müssen wir diese Funktion natürlich selber schreiben oder wir verwenden eine von jemand anderem geschriebene Funktion. Über die definierte Schnittstelle zu diesem Experten übergeben wir bestimmte Werte. Die Funktion führt Anweisungen aus und liefert gegebenenfalls einen Rückgabewert. Daher müssen wir, ähnlich wie wir das bei dem Schichtenmodell gesehen haben, gar nicht wissen, wie das im Detail passiert. Uns interessiert nur, welche Werte wir anfangs übergeben und was wir hinterher zurückgeliefert bekommen. Ganz wie Helmut Kohl sagte, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Dabei muss natürlich dokumentiert sein, welche Werte die Funktion potenziell zurückliefern kann. Also zum Beispiel auch, was passiert, wenn aus irgendwelchen Gründen eine Operation nicht ausgeführt werden konnte. Wir erinnern uns an das Wörterbuch. Ein Wort kann beispielsweise nicht eingetragen werden, wenn der Schlüssel schon im Wörterbuch vorhanden ist. Solche Aspekte muss man mit berücksichtigen und beschreiben, was die Funktion in dem Fall zurückliefert. Funktionen sparen uns Schreibarbeit, weil wir sie wiederholt aufrufen können. Wir können sie außerdem mit verschiedenen Parametern füttern und müssen beispielsweise nicht immer den Mittelwert derselben Zahlen berechnen, sondern können immer wieder unterschiedliche Werte an die Funktion übergeben, um dann von denen den Mittelwert zu berechnen. Oder zum Beispiel unterschiedliche Arrays sortieren lassen, in denen jeweils Zahlen drinstehen. Ein solches Array übergeben wir dann an eine Funktion und erhalten das sortierte Array zurück. Die wichtigen Punkte waren dabei immer, dass die Funktion natürlich einen Namen besitzen muss, sie erhält Parameter, sie hat Anweisungen, die dann ausgeführt werden, wenn sie aufgerufen wird, und sie kann einen Rückgabewert liefern, muss das aber nicht tun. Eine Funktion kann immer nur einen einzigen Rückgabewert liefern, aber der kann beliebig komplex sein, also auch ein Array oder ein Objekt. Und es kann auch mehrere Return-Anweisungen in der Funktion geben, von denen aber immer nur eine ausgeführt wird, denn sobald eine Return-Anweisung kommt, wird die Ausführung der Funktion abgebrochen und die Kontrolle geht an die aufrufende Stelle zurück, also das Hauptprogramm oder eine andere Funktion, aus der diese Funktion aufgerufen worden ist. Zwei wichtige Konzepte hatten wir uns noch angeschaut.
Das war zum einen die Parameterübergabe. Da gibt es den Call by Value und den Call by Reference. Das sind zwei sehr unterschiedliche Prinzipien, die wir uns genau angucken mussten. Call by Value findet immer bei elementaren Daten statt, also einfachen Zahlen beispielsweise oder Zeichenketten. Call by Reference hatten wir immer dann, wenn wir es mit komplexen Datenstrukturen zu tun haben, also mit einem Objekt oder einem Array. Wir hatten außerdem noch einen wichtigen Unterschied kennengelernt zwischen globalen und lokalen Variablen. Die Entscheidung, ob etwas global oder lokal ist, liegt immer in der Funktion. Man kann die also nicht für das gesamte Programm treffen, sondern man guckt immer von der Funktion aus. In einer Funktion kann eine bestimmte Variable lokal sein. Das ist sie dann, wenn sie ein Parameter ist oder wenn sie lokal in der Funktion deklariert worden ist. Oder sie kann global sein. Das ist in allen anderen Fällen so. Bei der Verwendung von globalen Variablen kann es sein, dass wir Änderungen an Variablen außerhalb der Funktion vornehmen. Und da heißt es, vorsichtig sein, denn da kann es leicht zu Problemen kommen. Deshalb sollten wir immer genau darauf achten, mit was für einer Art von Variablen wir es gerade zu tun haben, lokal oder global, und das müssen wir bei unserer Programmierung mit berücksichtigen. Das Prinzip, das wir bei den Funktionen kennengelernt haben, dass wir Dinge gewissermaßen modularisieren, haben wir dann mit den Objekten noch einen Schritt weiter getrieben. In der objektorientierten Programmierung gehen wir nun her und kapseln nicht einfach nur auszuführende Anweisungen in eine Funktion, sondern wir bündeln gewissermaßen eine Datenhaltung und Funktionen miteinander. Ein solches Objekt besteht also nicht nur aus Funktionalität, sondern auch aus Daten. Letzteres sind die Eigenschaften, die zum Beispiel bei einem Studentenobjekt ein Name, ein Vorname und eine Matrikelnummer sein konnten oder auch zusätzlich ein Array mit Bewertungen, wie viele Punkte derjenige bei den Übungsbearbeiten bekommen hat. Das sind die Daten in dem Objekt, die Eigenschaften. Dann gibt es Methoden, mit denen wir diese Objekte bearbeiten können, mit denen wir zum Beispiel Werte auslesen können, mit denen wir dann Operationen auf den Daten der Objekte oder auf den Objekten als Ganzes durchführen können. Da können wir zum Beispiel Methoden haben, die einzelne Eigenschaften auslesen, sogenannte Getter-Methoden, oder einzelne Eigenschaften verändern, sogenannte Setter-Methoden. Das könnten aber auch ganz andere Methoden sein, die bestimmte Operationen ausführen, wie beispielsweise die Punkte in dem Array zu addieren und daraus einen Notenbonus zu errechnen. Eine weitere Methode, die wir fast immer haben, sorgt dafür, dass ein Objekt sich ausgeben können soll. Dafür besitzt jedes Objekt eine ToString-Methode. Wir müssen, wenn wir von einem Objekt reden, immer unterscheiden zwischen dem konkreten Objekt auf der einen Seite, das ist die Instanz, und dem abstrakten Objekt auf der anderen Seite, das ist die Klasse. Eine Klasse kann instanziert werden, wodurch dann ein Objekt von dieser Klasse erzeugt wird. Die Klasse kann man sich vorstellen wie eine Schablone, die man irgendwo hinstempelt und mit konkreten Werten befüllt. Die gestempelte und mit Werten versehene Version ist dann die Instanz und der Stempel selber ist gewissermaßen die Klasse. Unsere JavaScript-Programme, die wir geschrieben haben, waren immer in HTML-Seiten eingebettet. Das muss man so nicht tun. Aber wir haben es immer so genutzt, weil wir uns die Ergebnisse immer im Browser anzeigen lassen und letztlich auch die Eingabe im Browser vornehmen wollten, wie man das von vielen Webseiten kennt. Um es dem Benutzer zu ermöglichen, etwas einzugeben und um mit unserem Programm etwas in einer Webseite auszugeben, hatten wir verschiedene Methoden kennengelernt, wie man das machen kann. Ganz elementar konnten wir mit DocumentWrite die Ausgabe vornehmen. Noch elementarer sind die Alert-Meldungen, die ein kleines Fensterchen aufmachen, aber nicht in das Dokument schreiben. Sie eignen sich recht gut für Testausgaben. Die Eingabe hatten wir am Anfang sehr einfach mit diesen Prompt-Anweisungen gemacht, aber das ist nicht das, wie wir das gerne haben möchten. Deshalb haben wir uns als nächstes noch ein bisschen mehr HTML angeguckt und Formulare kennengelernt. Wir haben dann gelernt, wie wir auf diese Formulare von JavaScript aus reagieren können. Damit haben wir dann ein interaktives System, wie vorhin angedeutet. Unser Programm ist nun in der Lage, auf kleinere oder größere Eingaben, die der Benutzer irgendwo auf unserer Webseite vornimmt, interaktiv zu reagieren. Man muss also nicht zunächst alle Eingaben auf ein Eingabeband schreiben, lässt dann das Programm bis zum Ende ablaufen und erhält schließlich eine Ausgabe, sondern wir haben nun ein interaktives System, wo wir etwas in ein Formular eingeben können, dann über eine Schaltfläche eine Operation aufrufen können, wieder eine Eingabe vornehmen können, eine andere Funktion aufrufen können oder was auch immer wir denn gerne machen wollen. Das ermöglicht es uns dann zum Beispiel, so etwas wie einen Webshop zu programmieren. Das wichtige Hilfsmittel, das wir an dieser Stelle verwenden, sind die Event-Händler, die gewissermaßen kleine Programme sind, die herumsitzen und erst einmal nichts tun. Sie sind häufig an ein HTML-Element gekoppelt und warten die ganze Zeit nur darauf, dass mit diesem HTML-Element, an das sie gebunden sind, in irgendeiner Weise interagiert wird. Das Element sagt dann zu dem Event-Händler, hör mal, hier gibt's jetzt Arbeit für dich. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Benutzer auf eine Schaltfläche oder einen Link geklickt hat. Wir hatten insbesondere On-Click-Events und On-Submit-Events verwendet, aber es gibt eine Vielzahl von möglichen Events, für die unser Programm sich interessieren könnte, darunter auch viele, die gar nicht einmal etwas mit Aktionen des Benutzers zu tun haben, wie zum Beispiel, wenn eine Nachricht über das Netz von einem anderen Gerät eintrifft. Das Event, das wir in erster Linie verwendet haben, war das On-Submit-Event, das immer dann eintritt, wenn ein Formular abgeschickt wird. Wir konnten dort dann eingreifen und eigenen Programmcode erstellen, der beispielsweise dafür sorgt,
sorgen kann, dass die in das Formular eingegebenen Daten irgendwo gespeichert werden, zum Beispiel im Local Storage abgelegt werden oder ein Eintrag in einem Wörterbuch vorgenommen wird. Diese Event-Händler sind ein sehr zentrales Konzept für alle solchen interaktiven Programme. Man nennt sie auch ereignisorientierte Programme, bei denen der Benutzer irgendetwas macht, während das Programm gewissermaßen darauf wartet, dass der Benutzer irgendwelche Eingaben tätigt. Eine Textverarbeitung funktioniert so, aber zu guten Teilen auch das Betriebssystem eines Computers. Event-Händler sind Funktionen oder Methoden, die an Objekte gekoppelt sind. Sie liefern immer einen booleschen Wert zurück, über den festgelegt wird, ob die Standardoperation des entsprechenden Elements, so es eine gibt, durchgeführt werden soll oder nicht. Also zum Beispiel bei einem Formular, ob dann die Webseite, die im Action-Attribut des Formulars angegeben ist, überhaupt geladen werden soll. Damit hatten wir dann alle Konzepte zusammen, mit denen wir auch umfangreiche JavaScript-Programme schreiben können. Dazu gehören erst einmal die elementaren Befehle von JavaScript, dazu gehören die Funktionen, dazu gehören die Objekte und dazu gehörte nicht zuletzt das Zusammenspiel mit HTML mithilfe von Event-Händlern und solchen Anweisungen wie DocumentGetElementById beispielsweise, die für uns auch sehr zentral gewesen sind, weil sie uns ermöglichen, auf eine bestehende Webseite etwas auszugeben, ohne eine neue Webseite produzieren zu müssen. Damit waren wir nun in der Lage, auch umfangreichere Programme zu schreiben, wie beispielsweise ein Webshop, bei dem eine ganz zentrale Anforderung darin besteht, dass wir Daten darin verwalten müssen. Wir haben hier nun einmal Produkte, die wir verkaufen wollen. Und auch bei vielen anderen Anwendungen hat man das mit Daten zu tun, die irgendwo gespeichert werden müssen, auf die man zugreifen muss, aus denen ein bestimmtes Element herausgesucht werden soll, beispielsweise, wenn jemand ein bestimmtes Produkt aus unserem Produktkatalog sucht. Als Programmierer können wir es uns dann zunächst einmal sehr einfach machen. Für den Benutzer wird das dann eher eine Zumutung sein, sodass man das so sicher nicht programmieren will. Aber das Grundprinzip bleibt das gleiche, indem wir ein Formular erstellen, in das der Benutzer die Bestellnummer eingeben kann. Dann müssen wir aus unserem Katalog das entsprechende Objekt heraussuchen, zu dem diese Bestellnummer gehört. Ein Hilfsmittel, das wir an dieser Stelle einsetzen können, sind abstrakte Datenstrukturen, wo wir, wieder ähnlich wie wir das jetzt schon an zwei anderen Stellen gehört haben, Funktionalität verbergen können. Diese steckt in der abstrakten Datenstruktur und alles, was zunächst festgelegt ist, ist, wie diese Datenstruktur von außen aussieht, welche Operationen wir mit ihr durchführen können, welche Funktionen uns zur Verfügung stehen, aber nicht, wie die Funktion in ihrem Inneren funktioniert. Das hatten wir uns insbesondere an dem Beispiel des Wörterbuchs angeschaut, wo wir zwei verschiedene Implementierungen gesehen haben, einmal mit einem Array und einmal mit einem Suchbaum. Wir haben dann ein wenig überlegt, wann ist vielleicht das eine und wann vielleicht das andere vorteilhafter. Was also haben die verschiedenen Implementierungen für Vor- und Nachteile? Und man wird sich vielleicht einmal für die eine, ein anderes Mal für die andere Struktur entscheiden, je nachdem, welche Anforderungen wir an unsere Anwendung haben. Diese abstrakten Datenstrukturen ermöglichen uns, wie gesagt, von der konkreten Repräsentation zu abstrahieren und sie erleichtern uns die Arbeit dahingehend, dass wir uns als diejenigen, die eine solche Datenstruktur in unserem Programm verwenden wollen, über bestimmte Dinge keine Gedanken mehr machen müssen. In der gleichen Weise hatten wir das auch bei Funktionen und bei Objekten schon gemacht. Wir müssen die interne und die internen Strukturen einer Funktion oder eines bestimmten Objekts nicht im Detail kennen, weil es eben reicht, wenn wir nur die Schnittstelle kennen. Damit können wir also Komplexität für uns bei der Anwendungsentwicklung reduzieren. Wir sind in der Lage, Programme arbeitsteilig zu entwickeln, weil wir nun Kollegen sagen können, entwickle du uns bitte folgendes Objekt mit folgenden Methoden und mit folgenden Eigenschaften. Wie du das umsetzt, ist dein Bier. Sag mir nur Bescheid, wenn du fertig bist und dann möchte ich dieses Objekt bitte nutzen können. So können wir auch gewissermaßen Bausteine bereitstellen, die immer wieder verwendet werden können. Davon haben wir auch intensiv Gebrauch gemacht, weil wir immer wieder Funktionen benutzt haben, die andere Leute schon für uns geschrieben haben. Zum Beispiel die Funktion DocumentGetElementById. Wir wissen nicht, wie die intern funktioniert. Wir haben uns darauf verlassen, dass die von irgendjemand anderem schon richtig implementiert worden ist. Da gibt es ganze Bibliotheken, die uns zur Verfügung stehen, mit denen wir komplexe Webanwendungen bauen können, ohne alles von Grund auf zu entwickeln, wie wir das hier gemacht haben, weil wir zunächst die grundsätzlichen Prinzipien verstehen wollten. Angular oder Bootstrap sind Beispiele solcher Bibliotheken für unterschiedliche Zwecke, die man verwenden kann, um genau solche komplexen Programme zu schreiben, ohne dass man alles selber machen muss. Wir haben zu guter Letzt auch noch den Vorteil, dass man auch Fehler leichter lokalisieren kann. Auch das habt ihr sicher gemerkt. Wenn wir selber ein größeres Programm schreiben, kommt es sehr schnell dazu, dass wir Fehler machen. Und diese Fehler muss man irgendwie finden können. Dafür ist es wichtig, dass man sich zwischendurch immer wieder Testumgebungen schafft, um Dinge ausprobieren zu können. Aber vor allem, dass man feststellen kann, in welchem Bereich meines Programms denn nun der vermaledeite Fehler steckt. Mache ich hier gerade im Hauptprogramm etwas falsch? Liegt der Fehler in diesem Objekt oder steckt er in jenem Objekt? Das ist alles gar nicht immer so leicht festzustellen. Wenn wir Kapseln, insbesondere also wenn wir solche abstrakten Datenstrukturen verwenden, dann können wir die entwickeln und testen und sicherstellen, dass sie funktionieren. Wenn wir nun ein Programm schreiben, das mit der Datenstruktur nicht klarkommt, dann wenden wir entweder die Datenstruktur falsch an oder wir machen selber irgendwo einen Fehler, aber in der Datenstruktur selber kann, immer unter der Annahme, dass sie gut programmiert worden ist, der Fehler nicht liegen. Oder ich bin mir irgendwann sicher, dass der Fehler nicht bei mir liegt.
dann muss ich mal mit dem Entwickler ein ernstes Wörtchen reden, damit er vielleicht doch mal guckt, wo er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Die komplexeste abstrakte Datenstruktur, die wir uns angeschaut haben, waren die binären Suchbäume, für die wir hier noch einmal ein Beispiel sehen. Wir hatten insbesondere überlegt, wie groß diese Bäume eigentlich sind, weil wir zum Abschluss des Ganzen nur noch ein paar Überlegungen angestellt haben, wie leistungsfähig unsere Algorithmen und Datenstrukturen denn eigentlich sind. Wir haben also die Frage nach der Performance gestellt. Eine der Fragen, die man dann beantworten muss, lautet: Wie lange brauche ich, um ein Element zu finden? Wie ist also die Laufzeit? Man konnte sich dann überlegen, dass, wenn dieser Baum gut balanciert ist, was wie wir gesehen haben nicht immer der Fall ist, man es aber mit einigem Gehirnschmalz hinbekommt, der Baum eine sogenannte logarithmische Tiefe besitzt. Unten sehen wir noch einmal diese Formel, die ich hier gar nicht noch einmal im Detail besprechen möchte. Man kann sich überlegen, dass sich bei einem perfekt balancierten Baum auf der ersten Ebene ein Knoten befindet, auf der nächsten 2, dann 4, dann 8, dann 16, dann 32 und so weiter. Also 2 hoch i Knoten in Ebene i. Und das heißt, wir haben für n Knoten insgesamt den 2er Logarithmus als Tiefe. Wie gesagt, gilt das immer, wenn der Baum optimal balanciert ist. Dass der Baum optimal balanciert ist, können wir leider nicht sicherstellen, aber wir können sicherstellen, dass er nah am Optimum ist. Das hatte ich nur kurz angedeutet und versucht plausibel zu machen, aber so weit wollte ich in dieser Vorlesung mit euch nicht gehen, das auch im Detail zu untersuchen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist also, dass wir Programme nicht nur ans Laufen bekommen, sondern auch, dass wir vernünftige Datenstrukturen in dem Sinn verwenden, dass unsere Programme eine gute Performance liefern. Das gilt auch für Algorithmen. Ich hatte vorhin schon das Thema Sortierung angesprochen. Nehmen wir an, wir hätten ein Array mit n Elementen, mit n Schlüsseln vorliegen. Wenn wir dieses Array nun so sortieren wollen, dass die Schlüssel alle in aufsteigender Reihenfolge in dem Array stehen, wie viele Schritte brauchen wir dann dafür eigentlich? Es gibt verschiedene Algorithmen, mit denen man diese Aufgaben erledigen kann. Die kann man analysieren und wird dann feststellen, dass man mindestens eine bestimmte Anzahl von Schritten oder Schleifendurchläufen benötigt. Es gibt also eine untere Schranke dafür, wie schnell man überhaupt jemals werden kann. Damit sind wir dann durch das ganze Programm in diesem Semester durch. Wir haben uns von den Anfängen, von den Grundkonzepten, von der Formalisierung her kommend über statische Strukturen vorgearbeitet zu dynamischen Strukturen und uns dann weiter überlegt, wie wir diese dynamischen Strukturen in den Griff bekommen, wie wir auch die in eine formale Notation fassen können. Formalismen sind hier immer ganz wichtig für uns gewesen, die ganze Zeit über, sodass wir am Ende ausführbare Programme haben und dass diese Programme nicht nur funktionieren, sondern dass wir sie auch noch verstehen. Deshalb eine höhere Programmiersprache, deshalb Kommentare, die wir immer anbringen müssen. Und dass man die Programme dann auch noch analysieren und beispielsweise auf ihre Performance hin untersuchen kann. Das war jetzt gerade einmal die Vorlesung in einem einzigen Satz. Was immer wir gemacht haben, wir haben immer nur lokal auf unserem eigenen Computer gearbeitet. Auch der Webshop, den ihr programmiert habt, ist kein wirklicher Webshop, wie ihr alle wisst, sondern er läuft nur bei uns lokal auf dem Computer. Ein richtiger Webshop läuft natürlich irgendwo auf einem anderen Computer, einem Server im www, auf den wir von unserem Computer aus zugreifen. Das ist nun der nächste Schritt, den man gehen muss. Man hätte diesen Schritt gleich von Anfang an gehen können, dann, dass man gleich mit einem Client, unserem Browser und einem Server arbeitet. Dann wären einige Dinge auf Client-Seite einfacher gewesen, aber den Server hätten wir dann auch programmieren müssen. Dafür hätten wir aber noch eine ganze Menge mehr an Konzepten benötigt. Deshalb haben wir diesen Einstieg hier gewählt und gesagt, dass wir zunächst einmal alles clientseitig machen, den Webshop gewissermaßen simulieren. Im nächsten Semester wird es an dieser Stelle weitergehen. Da werdet ihr eine weitere Programmiersprache kennenlernen. Sie heißt PHP und ist JavaScript durchaus ähnlich. Es gibt viele ähnliche Konzepte, aber es gibt auch Unterschiede. Mit PHP wird man in erster Linie auf Serverseite programmieren. Auch da könnte man mit JavaScript programmieren, aber das macht man typischerweise nicht. PHP ist eine Programmiersprache, die sich besonders gut dafür eignet, auf Serverseite Programme auszuführen, mit denen man ebenfalls dynamische Webseiten erstellen kann. Das geschieht ähnlich, wie wir das mit JavaScript gemacht haben, nur machen wir dieses dynamische Zusammenbauen dann auf dem Server. Damit kommt natürlich eine weitere Komponente ins Spiel, dass wir uns nämlich über diese Kommunikation ein paar Gedanken machen müssen. Wie die Daten von uns zum Server kommen, wissen wir im Grunde schon. HTTP haben wir kennengelernt. Wie aber sieht die Funktionsweise auf der Serverseite aus, sodass die uns eine gültige HTML-Seite zurückliefert? Nun, die macht im Grunde genommen etwas ganz Ähnliches wie das, was wir mit JavaScript gemacht haben. Sie erstellt eine Webseite, eben mit PHP, die wie immer gültigen HTML-Code enthalten muss. Der PHP-Code kann natürlich auch wieder Dinge auswerten, die der Benutzer eingegeben hat. Wenn wir auf einer Webseite etwas in ein Formular eingeben, werden wir das in Zukunft vielleicht auch noch mit JavaScript auswerten. Das kann nach wie vor sinnvoll sein. Aber wir werden die Daten dann auch an den Server übergeben, der dann mit diesen Daten etwas anfangen kann. Er würde beispielsweise in einem Webshop dafür sorgen, dass die richtigen Produkte zurückgeliefert werden. Wir wollen also nicht mehr den gesamten Produktkatalog auf Client-Seite vorliegen haben, sondern der komplette Produktkatalog liegt vermutlich nur auf Server-Seite vor und wir erhalten vom Server immer nur genau die Produkte zurück, an denen wir tatsächlich interessiert sind. Man könnte auch den gesamten Katalog zurückgeben, aber das hat gewisse Nachteile, vor allem wenn der Katalog groß ist.
Das sind alles Überlegungen, mit denen es dann, wie gesagt, im nächsten Semester weitergeht. Das heißt also, wir haben uns auf der Client-Seite bewegt, wir haben die clientseitige Programmierung kennengelernt. Im nächsten Semester lernt ihr die serverseitige Programmierung kennen. Und im Semester danach wird es damit weitergehen, dass ihr auch noch mit weitergehenden Datenstrukturen arbeiten könnt, wie man zum Beispiel auch mit Datenbanken auf einem solchen Server arbeiten kann, die speziell darauf ausgelegt sind, dass große Datenmengen verarbeitet werden sollen. Das war es damit für dieses Semester. In der letzten Vorlesung habt ihr die Möglichkeit, noch einmal Fragen zu allen Themen zu stellen, die euch in den Sinn kommen. Außerdem hätte ich da gerne von euch Feedback zu der Veranstaltung, da wir die in diesem Semester erstmals in dieser Form durchgeführt haben. Für die Übungen in der letzten Woche des Semesters solltet ihr euch möglichst gut Fragen überlegen und die idealerweise am besten über das Forum, damit die anderen sehen können, welche Fragen schon gestellt wurden, spätestens am Tag vor der Übung den Tutorinnen und Tutoren zur Verfügung stellen, damit die sich darauf vorbereiten können und geeignete Aufgaben heraussuchen können. Denn sich mal eben auf die Schnelle ein geeignetes Beispiel oder eine geeignete Aufgabe aus dem Hut zu zaubern, ist nicht einfach. Ich danke euch, dass ihr das ganze Semester dabei wart, auch wenn ihr kaum eine Wahl hattet, wenn ihr diesen Schein irgendwann machen wollt, denn für die meisten von euch ist er ja nun immer verpflichtend, sodass euch gar nichts anderes übrig blieb, als dabei zu bleiben. Ich denke, dass diejenigen von euch, die aktiv dabei geblieben sind, eine ganze Menge gelernt haben. Das werden wir sehen, wenn wir die Klausur hinter uns haben. Die Klausur steht auch schon bald bevor. Alle Details kommen noch in Panda und dann werden wir sehen, was dabei herausgekommen ist. Aber ich bin guter Dinge, dass ihr dazu ganz großen Teil nicht nur bestehen werdet, sondern viele auch mit einer guten Note bestehen werden. Zumindest, wie gesagt, diejenigen von euch, die sich aktiv beteiligt haben, die aktiv an den Übungsaufgaben mitgearbeitet haben und sich auch mit dem Mini-Projekt beschäftigt haben. Tschüss, bis zur Klausur.